Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong Jungle Beat. Im letzten Part konnten wir die Welt D erstmal abschließen. Es ist da zwar auch ein weiteres Bonus-Level aufgetaucht oder ein Bonusreich, nämlich hier das Birnenreich, aber das wollen wir erst dann eher am Ende des Let's Plays spielen, weil es dann wirklich sehr schwierig werden wird. Aber davon abgesehen haben wir auf jeden Fall alle drei anderen Reiche hier erfüllt oder halt geschafft, dann eben auch die Wassermelone beim letzten Mal. Und jetzt geht's dann in diesem Part weiter mit dann der K-Welt und dann mit dem Apfelreich, mit den Leveln Finsterschlucht, Frosthülle und dann wieder mal einen Bosskampf und da legen wir am besten gleich mal los. Yay! So, yeah, und da fangen wir an hier in der Finsterschlucht. Das ist erstmal hier so eine blöde Fledermaus. Müssen wir erstmal einmal hier abschlagen und dann können wir sie hier schön treffen, gegen die Decke schleudern und dann da einige Bananen einsammeln. Wunderschön. Und wir müssen da jetzt ein bisschen aufpassen, weil es eben jetzt hier so ein bisschen dunkel ist in dieser Finsterschlucht hier. Aber man kann dann doch trotzdem alles ziemlich gut erkennen, denke ich mal. Vor allem DK, da ist ja auch so ein Scheinwerferlicht auf DK extra. Aber auch den Rest kann man auch ziemlich gut erkennen, wie ich finde. Also da sollten wir jetzt eigentlich keine Probleme haben, denke ich mal. So, und nimm das. Yeah, sehr schön. So. Und ich glaube, jetzt das Level ist auch wieder so ein bisschen eher ein klassisches Jump-Run-Level, sage ich mal, wo jetzt dann nicht mehr so viel kombomäßig anstellen können. Aber hier ist dann gleich, würde ich schon zumindest dann gleich einen Bandsprung machen. Moment. Also hier so und so und so und einsammeln. Yay! Und 42 Punkte. Wunderbar. Und bei den Felsen muss ich auch aufpassen. Ich glaube, die kann ich auch... Ach komm, ich habe doch geschlagen. Ich glaube, die Felsen kann ich auch gar nicht zerstören, auch die Schlagen nicht. Deswegen, ich muss bei denen dann einfach ausweichen. Was aber nicht so ganz einfach immer teilweise ist, wie wir gerade schon sehen konnten. Aber ich werde es dann gleich schon hinkriegen, hoffe ich mal. Ich kann es kurz testen, aber nee, es geht nicht, genau. Ich muss einfach nur denen ausweichen. Okay. Und damit schon zwei von denen, ja. Und kabam, sehr schön. Yay, und viele Bananen, sehr schön. Hätten auch noch ein paar mehr sein können, aber ist trotzdem ganz in Ordnung, denke ich. Und dann wieder der Kollege, aber den kennen wir ja schon. So, am besten hier so und dann nochmal hier mit Rückwärtshalte drauf und mit Stampfattacke am besten auch noch. Sehr schön. Yay. Und, her damit. Und 30 weitere Punkte. So, alles da. Und das Herz habe ich auch dringend nötig, weil ich ja gerade eben schon wieder Blödsinn gemacht habe. Und von dem Felsen... Kann ich es bitte haben? Danke. Und von dem Felsen da erwischt wurde. So, und hier sind dann gleich wieder die Pilze. Genau, wir müssen übrigens, habe ich glaube ich noch gar nicht erklärt, wir müssen da immer diesen goldenen schlagen. Und dann werden alle anderen Pilze auch so auswachsen. Und dann können wir halt da immer schön entlangschampen und dann dort weiter nach oben kommen. Genau. Ist nur halt für die Kombo so ein bisschen schade, weil immer wenn ich halt hier den Boden berühre, endet die Kombo ja wieder. Und ich kann halt hier normal wegspringen und dann startet auch die Kombo sofort, aber ich kann halt trotzdem nicht so, verdammt, nicht so viel Kombo-mäßiges machen. Deswegen ist das ein bisschen schade, aber passt schon trotzdem. So, und da ist dann ein weiterer Checkpoint. Yay! Sicherheitsbursch, wenn dir die Herzen ausgehen, kannst du von hier einen neuen Versuch starten. Genau, das wissen wir ja schon. Haben wir im letzten Part, glaube ich, auch schon einen von denen gesehen. Okay. Soll ich auch mal kurz hier euch alle besiegen? Ja, hier bei diesen einzelnen Bananen, die alle geschickt einzusammeln, ist halt immer ein bisschen schwierig, aber habe ich trotzdem ganz gut gemacht, denke ich. Und kann ich hier einen Bahnsprung machen? Kann ich, ja, sehr gut. Und dann hier so. Und dann haben wir gleich schon eine Sechser-Kombo. Wunderbar für dann diese. Nee, ich wollte eigentlich die Bananen da unten haben. Ich hole mir erstmal diese, okay. Aber ich will ja noch die da unten, und wie komme ich jetzt zu denen eigentlich hin? Ich hätte da, glaube ich, ich will mal vielleicht von hier kurz wegfliegen. Kann ich es mir dann holen? Ja, das ist so halb. Doch geht, okay, und dann wieder hier nach unten, genau. Weil ich werde die Kombo noch aufrechterhalten. Sehr schön, also alles wieder ein bisschen kompliziert, aber schaffen wir schon. Ich habe jetzt mal den Schmetterling da ausgelassen, weil der gibt mir, die geben mir eh nur ein Leben. Und Leben sind mir ziemlich egal, ehrlich gesagt. Deswegen, das passt schon. Aber wir können hier noch schön weiter entlang sausen. Immer noch mit der aktuellen Kombo. Sehr schön. Und noch ein paar mehr Bananen für uns. Yay! Okay, und dann kommt hier wieder so ein kleiner Zwischenbosskampf gegen so einen Kollegen hier. Genau, muss ich dann hier schlagen, wenn er sich gerade umdreht und dann den mehrmals treffen. Das ist auch so cool. Und nimm das! Oh yeah, und weiter Bananen. Sehr schön. Okay, also jetzt habe ich dann einen Fehler gemacht, weil ich habe vergessen, jetzt noch die Stampfattacke hier auszuführen. Deswegen waren es so 25 Bananen anstatt 30, aber ist schon okay. So, und dann ist hier das Ziel. Ist da noch irgendwas? Hier ist noch was. Ja, siehst du mal. Immer hier auch ganz nach hinten laufen, weil da eben noch eventuell Sachen sein könnten. Und das war jetzt besser. Okay, alles klar. So, und auf das Leben das, oder das Herz wäre da gekommen, ist mir auch mal jetzt egal. Obwohl ein Herz vielleicht nicht so schlecht gewesen wäre, aber passt schon. So, okay. Gut. Waren aber jetzt gar nicht so viele Bananen, die wir jetzt hier im ersten Level holen konnten. Ich hoffe, dass dann gleich im zweiten in der Frosthöhle ein paar mehr werden. Dass wir dann auch wirklich relativ deutlich über 1000 hinauskommen. Dass ich mir dann auch beim Bosskampf vielleicht ein paar Fehler erlauben darf. Mal gucken. Aber erstmal hier haben wir jetzt Eisfledermäuse. Okay. Bam. Aber auch wieder alle von denen gleich töten. Hätte ich auch noch ganz gerne töten. Logischerweise. Kommst du her bitte? Okay. So, und stirb. Yay. So, und euch will ich auch wieder geschickt einsammeln, die Bananen hier. Nämlich so. Perfekt. Und genau, hier muss ich jetzt entlang rutschen. Ich kann hier nicht stehen. Und deswegen kann ich hier auch nicht so wirklich dann gut eine Kombo einleiten. Weil eben beim Rutschen dann auch wieder sofort die Kombo unterbrochen wird. Deswegen, hier muss ich jetzt dann die Bananen etwas normaler einsammeln, sag ich mal. Ich kann jetzt nicht so viel Kombo-mäßig anstellen. Aber hier glaube ich schon, oder? Oder kann ich auch nicht stehen?
Kann ich echt nicht? Ach komm, das ist doch voll gerade. Ne, aber DK kann damit stehen, da rutscht immer noch nach rechts aus irgendwelchen Gründen. Naja, egal. Okay, was soll's? So. Ich kann trotzdem hier wenigstens dann gleich eine Vierer-Kombo hier wenigstens machen. Ja. Was auch schon mal nicht so schlecht ist. Yay, okay. Und 58 weitere Punkte, sehr gut. Aber hier ist dann gleich, kann ich, ja, geh weg. Aber hier ist dann gleich, kann ich auf jeden, lass mich in Ruhe. Kann ich dann da auf jeden Fall stehen, genau. Dann kann ich hier wieder ein bisschen coolere Sachen auch machen. Kann ich hier wegsliden? Warte kurz, ich will das gucken, ob das geht. Hier. Ja, es geht, perfekt. Habe ich nämlich hier jetzt schon eine Sechser-Kombo, ganz einfach. Dass wir jetzt dann gleich schon schön viele Punkte sammeln können, hier zum Beispiel. Okay, waren nur zwei Stück. Aber trotzdem besser als nichts auf jeden Fall. Und wieder mal rutsche ich hier. Aber hier kann ich doch bestimmt wieder stehen, oder bei dem hier. Hier kann ich stehen, perfekt. Wir werden dann gleich wieder das schön ausnutzen wollen. Und zwar dann hier so. Yay! Sehr schön. Und einige weitere Punkte für uns. Okay. Und so weit wechseln wir jetzt von den 1000 schon gar nicht mehr. Deswegen sieht er jetzt, glaube ich, doch ganz gut für uns aus, weil es anscheinend dann hier in dem Level wirklich, oh Gott, wirklich einige mehr Bananen gibt als noch in dem ersten Level von dem Reich. Und jetzt müssen wir auf diese Typen hier ein bisschen aufpassen, aber die kann ich auch hier kurz zurückdrängen, wenn ich da eben dann schüttle. Und da haben wir jetzt dann so einen Typen hier. Aber der ist dann auch, der ist freundlich, weil der wird uns dann auch gleich eine weitere Kombo bescheren. Am besten hier sowas machen, dann hier schütteln in seiner Nähe. Und dann uns einsaugen lassen von ihm. Und wenn wir rausgestoßen werden, kriegen wir dann weitere Kombo-Punkte dazu. So, jetzt dann dieses Viecher, das kennen wir ja schon. Ah, scheiße, jetzt habe ich den Boden berührt. Das kennen wir ja schon. Ich würde ganz gerne dich vielleicht besiegen wollen, während ich in der Luft bin. Aber es ist sehr schwierig. Weil du halt nur dann wirklich angreifbar bist, wenn du deinen Kopf so nach unten senkst. Und das ist jetzt überhaupt nicht einfach. Aber ich glaube, es dürfte gehen an sich. Aber ich... Das ist aber nicht easy, wie gesagt. Jetzt könnte es gehen. Ja, jetzt habe ich Schaden genommen. Und ich bin sogar gestorben. Weil ich da jetzt die Stacheln berührt habe. Das ist, glaube ich, der erste Tod hier im Let's Play, oder? Ich glaube schon. Aber okay, es gab ja hier einen Checkpoint. Gleich in der Nähe, also passt ja eigentlich ganz gut. Ist trotzdem jetzt ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Aber muss jetzt dann damit leben, leider. Aber kann ich den jetzt vielleicht hinkriegen? Das wäre echt cool, wie gesagt, wenn ich es schaffen könnte. Okay, jetzt. Aber ich komme da nicht, kann auch nicht ganz gut hin, leider. Okay, jetzt, sehr gut. Yay! So, und dann... Yeah, durch alle von den Einsamen. Nice, und 84 Punkte. Okay, war es dann doch wert, dass er gestorben bin? Ich meine, das ist auch nicht schlimm, wenn man stirbt. Man verliert halt ein Leben. Aber man verliert jetzt irgendwie keine Kombo-Punkte oder sowas. Und Leben hat man eh mehr als genug im Normalfall. Und deswegen, wenn man dann zwischendurch mal stirbt, dann ist es eigentlich nicht so schlimm, wie ich finde. So. Hui. Hier auch einige Punkte. Und da, ich hätte da landen sollen. Ich will auch kurz nach oben zurückgehen. Weil ich komme nämlich hier nach oben zurück. Und ich will ganz gerne gleich da landen. Kann ich sogar einen Wandsprung machen? Okay, ich kann sogar hier wegsliden. Kann ich einen Wandsprung sogar auch machen? Kann ich beides machen? Warte mal kurz, das wäre cool. Wenn ich das sowohl wegsliden könnte, als auch einen Wandsprung machen könnte. Weil ich nämlich dann auch nochmal eine schöne Kombo hier. Das war nicht so einfach. Eine schöne Kombo haben könnte. Jetzt noch einen Wandsprung? Ja, nee, das kriege ich glaube ich nicht hin. Ich werde dann nur eins von denen machen, also hier sowas dann. So, okay, sehr gut. Dann hier landen. Ja, ich muss aber auch. Nein, ich will nochmal zurück. Ich will da schon landen. Ohne auch den Boden davor zu berühren, dass dann die Kombo aufrechterhalten wird. Es tut mir leid. Aber ich möchte hier ganz gerne eine coole Kombo haben. Und deswegen nochmal kurz zurück. So. Nee, ich will da auch schon nach oben mit dann dem Wegspringen von der Kante. Nee, so nicht. Moment. Ich werd's gleich hinkriegen. Kann sich nur noch um Stunden handeln, Leute. Moment. So, besser. Sehr gut. Okay, jetzt dann gleich hier landen. Perfekt. Das wollte ich. Yay! Sehr schön. Und 90 weitere Punkte. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, hier auf jeden Fall den Stacheln da auch ausweichen. Und den Kollegen auch wieder. Immer schön schütteln hier. Dass sich eben dann die wieder einziehen werden. Genau. Und dass die dann nicht so... Oh, das ist ein ganz großer. Dass die dann nicht so im Weg sind. Und das ist Ziel. Und wieder mal der Kollege hier. Yay. Und noch ein kleines Minispiel hier zum Ende, wo wir jetzt dann noch ein paar weitere Bananen uns holen können. Ansonsten müssen wir ja meistens dann immer halt einfach nur schütteln, um dann viele Bananen noch zu bekommen. Und hier haben wir jetzt dann nochmal so eine kleine Platforming-Passage hier, wo wir jetzt dann immer schön hier entlang jumpen müssen. Und zwischen den einzelnen Sprüngen können wir eben auch noch weitere Bananen hier einsammeln, die dann dort in der Luft fliegen. Genau. Und ich glaube, wir können maximal hier 20 Sprünge schaffen. Also rechts oben steht die Anzahl der Sprünge, die wir schon geschafft haben. Und das Maximum dürften, glaube ich, 20 sein. Was es dann 200 weitere Bananen geben dürfte. Schade. Das dürften jetzt 150 sein. Genau, okay. Aber die Sprünge zum Ende hin werden da auch wirklich schwierig, weil man halt dann nicht so viel Platz da immer hat und man da wirklich ganz am Ende erst abspringen darf. Deswegen ist es nicht so ganz einfach, aber wir haben ja trotzdem einige mitnehmen können. Und insgesamt haben wir 1566. So, und hier kämpfen wir jetzt gegen Bombofant. Wieder mal ein komplett neuer Boss. Und der ist auch ziemlich cool, wie eigentlich auch alle anderen Bosse. So, Hallöchen. Töre. Okay, so, wir haben nämlich dann hier solche lustigen Früchte, die wir dann hier auf dem Kopf tragen können. Und ich kann ihn dann auch wieder werfen. Und dann in seinen Rüssel reinhauen, wodurch dann sein Herz sichtbar wird. Und da kann ich jetzt dann all diese Dinger hier draufhauen. Sehr schön. Und am besten vielleicht den auch noch nicht so schaffe. Genau. Und dann da sehr viel Schaden machen.
Yay, wunderbar. Ich kann aber übrigens auch, wenn ich will, den Elefanten hier direkt treffen mit einer von diesen Früchten. Das dürfte, glaube ich, gehen. Genau. Und dann mache ich 5 Schaden. Also ist auch ein bisschen was, ne? Aber das lohnt sich auf gar keinen Fall so sehr, wie halt direkt in seinen Rüssel zu treffen. So ungefähr. Und man dann deutlich mehr Schaden machen kann. Alleine das macht schon 50 Schaden. Und dann jede weitere Treffer macht auch nochmal, glaube ich, 25 Schaden oder sowas. Also wirklich deutlich mehr. Deswegen versucht wirklich dann seinen Rüssel zu treffen. Soll ich jetzt am besten nochmal probieren? Jetzt ist er abgeprallt, leider. Ich glaube, ich muss auch warten. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich warten muss, bis er auch einsaugt. Muss ich, glaube ich, nicht immer unbedingt machen, ne? Ich kann auch so häufiger mal treffen, aber okay. Und übrigens, sein Herz, das taucht doch mal nur so kurz auf. Also, oder es ist. Auf jeden Fall ploppt es mal nur so kurz auf. Und es verschwindet auch manchmal. Wenn ich genau dann eine von diesen Ananassen hier, oder was es dann darstellen soll, diese Bombenfrüchte da, wenn ich eine von denen werfe, dann wird die auch davon abprallen von ihm. Deswegen, ich muss auch wirklich genau dann halt treffen, wenn auch sein Herz gerade draußen ist. Und irgendwann explodieren die auch nach einer Zeit halt, wie halt das Bomben immer so tun. Kennt man auch aus anderen Videos, aus anderen Videospielen. So, und ich will die schon auf ihn draufwerfen. In seinen Rüssel rein, perfekt. Yay. Und dann dürfte er auch schon gleich sterben, weil viel dürfte er jetzt nicht mehr aushalten. So, und das dürfte es gewesen sein für ihn. Noch eine hinterher. Bam, und stirb. Yeah, Bombofant haben wir auch besiegt. Und das reiche Apfel ist frei. So, und keinen Schaden sogar genommen. Nice. So, die Bosse bisher waren ja jetzt übrigens noch nicht so wirklich schwierig, muss man zugeben. Ich fand die zwar alles ziemlich cool, aber wirklich schwierig war jetzt keiner von denen. Aber das wird sich dann schon noch ändern. Es werden noch ziemlich schwierige Bosse sogar auf uns zukommen, glaub mir. Deswegen wartet mal ab. So, und natürlich wieder mal, da wir mindestens 1000 Bananen gesammelt haben, haben wir alle 3 Waffen. Yay. So, und dann wieder kurz die Extras. Extra 2. Hier oben. Das war schon. Ah, ne, ah, okay. Das war tricky. Das war cool. Das habe ich nicht bedacht, tatsächlich. Das ist eine coole Idee. Dass man diese beiden Bananen da, dass man da schüttelt, um die zu befreien, dass sie nach unten fallen. Und dass man dann da nicht nur 2, sondern 4 Bananen auf einmal einsammeln kann. Was natürlich dann besser ist. Weil je mehr Bananen man auf einmal einsammelt, desto mehr Punkte kriegt man. Das ist eine coole Idee. Da habe ich gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Aber das ist eine ziemlich witzige Idee, um dann noch weitere Punkte hier zu sammeln. Okay, nicht schlecht. So, alles klar. Und als nächstes kommt dann das Erdbeerreich. So, aber zuvor noch ganz kurz. Ich möchte mir auch das erste, das war gerade das zweite, das erste extra Video angucken. So. Und zwar im Kampf gegen den Kollegen hier. Okay. Hat die hier irgendeine lustige... Das wusste ich auch nicht genau. Hat die hier irgendeine lustige Pose gemacht? Oder wie? Wenn ich da einfach neben dem stehe. Also wenn ich ihn erst schlage und dann hier so neben ihm stehe, kann er so eine lustige Pose machen. Ich bin mir nicht sicher, ob er da wirklich einfach nur neben dem Vieh stehen muss oder ob er auch noch irgendwas drücken muss. A oder... Ja, ich meine, bei A springt man ja. Also eigentlich nicht. Man muss einfach anscheinend daneben stehen. Und dann macht der DK automatisch dann so eine coole Kampfpose oder wie. Das habe ich auch nicht. Also hier jetzt dann beide Extras habe ich nicht so gewusst, ehrlich gesagt. Also manchmal können die schon ganz nützlich sein, auf jeden Fall. Ich meine, so nützlich ist es jetzt nicht unbedingt, nee. Aber halt ganz cool, auf jeden Fall. Okay. So, alles klar. Aber dann würde ich erstmal sagen, Leute, was ist dann hier für diesen Part von Let's Play Donkey Kong Jungle Beat? Beim nächsten Mal geht es dann immer noch weiter hier in Welt K mit dann eben dem Erdbereich und dann dort kann man schon mal kurz angucken, dann den folgenden Level, nämlich Flugschule und auch großer Obstbaum, genau. Flugschule ist dann, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder dann ein bisschen ein kürzeres Level auch sein wird. Ich glaube, es ist auch wieder ein bisschen ein kürzeres dann eventuell, was wir dann haben werden. Aber dafür wird dann, glaube ich, der große Obstbaum dann wieder auch etwas länger werden. Aber werden wir dann schon beim nächsten Mal alles wie immer genauer sehen. Okay. Auf jeden Fall würde ich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.